Hi, willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. So, weiter geht's Richtung Unendlichkeit. Oh Mann, warum ist denn hier alles so radioaktiv? Weiter geht's Richtung Questmarker. Oh, jetzt haben wir hier irgendwas, das wie ein Eis aussieht auf dem Radar und irgendwas, das wie ein Teekessel aussieht. Ich glaube, da müssen wir vorbeischauen. Ah ja, das liegt direkt auf dem Weg, das andere auch, perfekt. Dann gehen wir da wirklich zu den beiden Orten noch. Könnte interessant sein. Ein paar interessante Orte haben wir doch schon entdeckt. Ist immer schön, diese kleinen Geschichten zu erleben. Ah, hier ist die Eisfabrik, von der ich erzählt habe. Ich dachte, die ist auf der anderen Seite der Brücke. Aber die ist anscheinend hier. Das heißt, hier finden wir Cream. Die legendäre Creme, die vor dem Krieg getrunken wurde, in Eliterweise, hört man. Moment mal, so alt bin ich noch nicht. Ich kann mich noch an die Zeit vor dem Krieg erinnern mit meinem Charakter. Also mein Charakter meine ich. Na gut. Diese Vorkriegslegenden-Sachen funktionieren in Fallout 76 noch nicht. Dafür ist es noch nicht lange genug her. Au! Overkill, der haben wir es gezeigt. Die Pumpgun Crew ist am Start. Right away. Nice. Sahne, 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 Sahne. Cool. Die erste von den vier, die ich gerade aufgehoben habe, war die erste Sahne. Die ich jemals im Spiel aufgehoben habe mit dem Charakter. Oh Gott, so schlechte Wortwitze. Meine erste Sahne, das muss ich mir eigentlich fast merken, welche das war von den vieren, was unmöglich ist. Komm schon, super Kuchen, komm schon, komm schon. Hallo? Also das ist neu. Aha, jetzt. Oh, nein. Ah, irgendwann. Irgendwann gehört er mir. Hey. So, was haben wir denn hier? Zu viel Lärm. Wieder ein Holotape, das nicht funktioniert. Ich glaube, es funktioniert einfach. Ich glaube, die haben das gepatcht, dass Holobänder nicht mehr funktionieren, wenn man sie aufhebt. Gut gemacht. Manchmal könnte man echt glauben, die machen das mit Absicht kaputt, das Spiel. Also, dann hören wir es uns mal selber an. Also starten wir es nochmal. Gut. Gestern habe ich mit Sheila über die Suche nach Nahrung gesprochen. Sie wollte mir sagen, wo es welche gibt, wenn ich für uns beide etwas beschaffe. Ich versprach es ihr und sie schickte mich zu einem alten Gebäude voller Maschinen, die etwas herstellen, was sie Sahne nannte. Das kannte ich noch nicht, aber sie meinte, dass es gut schmeckt und wir so nicht verhungern würden. Ha, ihren Anweisungen zufolge musste ich nur auf einen Knopf drücken, dann würden die Maschinen es flaschenweise produzieren. Aber sie vergaß mir zu sagen, dass der höllische Lärm dabei jede Kreatur in der Nähe anzieht. Ich kämpfte mit allem, was ich hatte, gegen die einfallenden Schwärme. Das überlebte ich nur mit knapper Not. Wenn das hier jemand findet, sagt Sheila, dass ich die Flaschen mit Sahne alle behalte. Nächstes Mal soll sie gefälligst selber welche beschaffen. Okay. Machen wir. Wenn ihr ganz genau hinhört, das ist echt total kaputt mit den Holobändern. Weil jetzt... Ah, jetzt ist es vorbei. Okay, die lief nur noch sehr lange. Aber ich hatte eben schon Holobänder, wo dann die ganze Zeit nur dieses Rauschen läuft, aber man hört nichts. Ein sehr weit verbreiteter und beliebter Fehler. Oh, wisst ihr, sowas ärgert mich wirklich. Sowas ärgert mich echt, weil da wollen die ihre Geschichte nur über so Holobänder erzählen. Und das ist ein gewagtes Konzept, das man ruhig machen kann. Da kann man ruhig mal probieren. Wie es dann funktioniert, es muss man schauen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ab und zu greift man vielleicht auch mal ins Klo bei sowas. Aber ist ja egal.
Aber dann muss es halt echt funktionieren, Leute. Und meine Verbesserungsvorschläge von wegen, man sollte das pausieren können, das Spiel sollte sich merken, was man schon gehört hat und wie weit man die gehört hat und so weiter, sind schön und gut und wichtig, aber wenn nicht einmal so die Basics funktionieren. Ah, Mann, ey. Könnte ich mich ärgern. Wenn nicht einmal das Abspielen funktioniert. Wie soll ich dann glauben, dass das jemals wirklich gut wird? Oh, der hat überlebt. So, jetzt aber. Ah, ich glaube, der andere hat sich aufgelöst. Spachtel. T-Terror. Das klingt doch nach einem tollen Event. Vielleicht machen wir den. Hallo nochmal, meine Freunde. Hallo. Ich bin höchst erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass meine Kessel hier in der riesen Teekanne wieder gefüllt sind. Das bedeutet, dass meine Spezialmischung in Kürze gebraut wird. Also, wenn Sie ein kleines Tässchen nur zu. Okay, und jetzt müssen wir hier das Gebiet verteidigen vor Monstern und so. Na gut, machen wir. Warum nicht? Machen wir das doch mal. Das ist keine so gute Position, wie ich gehofft hatte. Eine Red Rocket Station. Da gehe ich vielleicht mal kurz hin. Oh, ist hier gar keine Kiste. Ich dachte, in jeder Red Rocket Station ist eine Vault-Tec-Lagerkiste. Aber hier anscheinend keine. Warte mal, das Wasserturmrohr wird gerade total kaputt gemacht. Was ist denn das Wasserturmrohr? Ah, da hinten ist der Wasserturm. Oh nein, das geht echt voll kaputt. Warum stecken die Ameisen, die Ratten, die Kakerlaken und die Hunde alle unter einer Decke und wollen um jeden Preis den Tee sabotieren? Was haben diese ganzen Critter gegen Tee? Warum hassen sie Tee? Warte mal, Zahnrad? Wow, das lasse ich nicht liegen. Was haben die alle gegen Tee? Und hat das jetzt negative Auswirkungen, dass das Wasserturmrohr kaputt ist? Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich blöd. Boah, müssen wir das jetzt echt noch 8 Minuten verteidigen? Von mir aus 8 Minuten und es kommt irgendwie gar nicht. Achso, Welle 2. Okay. Gut. War da gerade was? Oh Gott, Wölfe auch noch. Warum wirklich jetzt? Warum stecken die alle unter einer Decke? Was ist da los? Da kommt noch die Nachzügler-Ameise. Es ist schon witzig, oder? Warum arbeiten die alle zusammen? Warum kooperieren die alle und hassen Tee? Also bei diesem Event kann man, wenn man Nahrung braucht, wenn man dringend Fleisch braucht und so, kann man sich das zumindest ganz gut zusammen ergrinden, habe ich das Gefühl. Oh, Mann. So, war das schon Welle 2 oder kommt da noch was? Da hinten ist angeblich auch noch was. Ach so, das ist der Mr. Handy, von dem wir die Aufgabe haben.
Was für ein seltsamer Event, oder? Und da kommt wieder die eine kleine Nachzügler-Ameise, die man vor lauter Leichen gar nicht mehr sehen kann. Geschweige denn erschießen. Okay. Ich find's irgendwie lustig, was so bescheuert ist. Ich frage mich, ob das absichtlich so bescheuert ist. Oh. Okay. Welle 3 beginnt. Ich hoffe, das ist es wert. Die kleine Ameise wieder. Arme kleine Ameise. Wie konnte der Wets-Modus da bitte daneben schießen? Das ist physikalisch einfach unmöglich. Außer irgendwie die Kugel kam im 90-Grad-Winkel so horizontal aus der Waffe. Oder vertikal, wer weiß. Sammel das alles. Das wird alles gekocht später. Wir kochen uns jetzt dann gleich auf Level 16 wahrscheinlich mit dem ganzen Fleisch. Ich hoffe, wir finden irgendwo eine Kochstation, bevor das alles schlecht wird. Ansonsten können wir sehr viel Dünger machen oder so. Glaub's ja nicht. Die ist unter so viel Leichen begraben, die Ameise, dass man die überhaupt nicht mehr treffen kann. Oh Gott, ey. Was für ein Chaos. Was für ein chaotischer Event. Ist jetzt Welle 3 dann mal beendet? Bald. Waren eigentlich da hinten mal Gegner? Ah, Event abgeschlossen. Na, schau. Und nun? Kriegen wir was Cooles dafür? 3 Stimpacks und Müll, Müll, Müll. Und anscheinend den Tee. Okay. Nur meinetwegen. Okay. Ist doch nett. Ach so, warte mal. Ach, Moment. Geht's hier weiter? Wir sollen jetzt nochmal mit ihm reden. Mach ich mal. Ein weiser Mann hat einst gesagt, solange es Tee gibt, gibt es Hoffnung. Ich mag meine Hoffnung. Das war seltsam. Willkommen. Willkommen. Ich bin entzückt, dass Sie sich unsere ureigene Riesenteekanne anschauen möchten. Eine der vielen Attraktionen hier in Appalachia. Ich bin Ihr demütiger, aber enthusiastischer Gastgeber, Giles Sweetwater. Aber bitte nennen Sie mich Sweetwater. Ich würde Ihnen ja eine Tasse Tee servieren, wenn ich doch nur mehr Geld. Vielleicht könnten Sie ja welchen besorgen. Es ist wunderbar, Sie zu sehen. Einfach wunderbar. Meine Güte, das ist ja in letzter Zeit ein Wetterchen, was? Okay, das ist wieder so eine tägliche Quest. Wir sollen jetzt hier irgendwie... Ein weiser Mann hat... Honig sammeln. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Das Hoffnung. Ich mag meine Hoffnung am liebsten schwarz mit einem Schuss Honig. Plups. Diese täglichen Quests, nein, gehen wir lieber woanders hin. Oder gehen wir weiter Richtung Questmarker. Schauen wir uns da mal an. Ja. Da ist noch eine Red Rocket Station in der Richtung. Oder eine Railroad-Unterkunft. Das wäre sehr seltsam. Aber hey, wenn schon die Bruderschaft hier ist, dann... Und die Supermutanten auch irgendwie entstanden sind. Durch einen Unfall, der unmöglich ist. Dann...
kann ja auch die Railroad schon sein, aus irgendeinem Grund. Oh, hier ist viel. Wir kommen in zivilisiertes Gebiet. Man merkt schon, wenn man unten den Radar sich anguckt, dann ist da echt was los. Hallo, Zero Fear. Tschüss, Zero Fear. Schauen wir mal zum Bahnhof. Da gibt es immer Händler. Vielleicht können wir hier ein bisschen handeln. Vielleicht haben wir was zu verkaufen. Vielleicht hat er was zum Einkaufen. Was Interessantes. Schauen wir mal. Sie jetzt zu. Solange der Vorrat reicht. Warum sollte ich denn zuschlagen? Du hast mir noch gar nichts getan. Möchtest du zufällig Splittergranaten? Ich habe echt viel zu viel davon. Ich weiß, die sind nix wert, aber ich brauche sie nicht unbedingt. Willkommen, Bürger. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Die anderen hebe ich mal noch auf. Ha, willst du das da? Alles nix wert. Hey, technische Daten kann man verkaufen für einen. Also sind die doch nicht ganz umsonst. Ausrüstung autorisiert. Na dann. Ach, den Mod kannst du auch haben. Was hast du denn so für Notizen? Was hast du denn so für Baupläne? Ein Nudelholz? Eine Truhe? Nix Aufregendes, ne? Munition und andere Vorräte sind hier verfügbar. So, ich kann jetzt hier den Schrott, der jetzt leider nicht zerkleinert ist, aber wir haben hier auch keine Werkbank. Ah doch, da hinten ist eine Werkbank. Perfekt. Können wir mal den Schrott zerlegen, damit wir ihn dann gleich einlagern können hier. Cool. Leute, nutzen wir die Gunst der Stunde, damit wir hier vielleicht kurz Pause machen, oder? Also, bis morgen kurz Pause machen. Und morgen geht's dann hier an der Stelle weiter. Danke fürs Zusehen und bis dann. Macht's gut. Ciao.